Hallo Leute, ja, der Mordrak, der hatte mir wieder ein paar Tipps geschrieben und ich glaube, diese Blaupausen, die man kriegt, habe ich jetzt hier gefunden. Diesmal ist es eine Algendiagonale, ein glitschiger Hintergrund mit einem Diagonalstreifen Trockenband gewöhnlich. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, wahrscheinlich nur ein optisches Feature, aber vielleicht gibt es ja auch mal was Gutes, keine Ahnung, ist für mich ganz neu. Danke Mordrak, dass du mir den Tipp gegeben hast, dass das gibt und ich würde sagen, wir schauen mal das Logo und dann gehen wir ins Spiel, ne? So, Ladevorgang, mal schauen, was uns diese Wand gebracht hat. Ich glaube jetzt nur eine optische Geschichte, aber wir können ja mal hier in die Basis reingucken. Trockenwand. Ah, dann ist hier einer jetzt mehr Algen und der Rest war frisches Weiß und das ist Trockenwand. Eine Algendiagonale. Naja, ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber Mordrak wird mir das bestimmt schreiben, weil der weiß das. Gut, ich denke, wir machen hier weiter. Er hat mir auch ganz viel geschrieben mit dem Wasser und so. Haben wir ein Problem, ist klar. Und wir müssen gucken, dass wir hier die Dingens wegkriegen. Und hier, das fand ich auch sehr interessant. Seht ihr, dass der hier die Luft von hier nebenan wegholt? Das ist ein ganz gerissener Schlingel, ne? Hier oben hat er keinen Sauerstoff mehr und er holt den sich hier raus. Das ist auch ein bisschen doof, dass da jetzt kein Sauerstoff ist. Ja, das ist auch ein Problem. Da hat Mordrak auch geschrieben, genauso wie Wasser ein Problem ist, ne? Und für 5 Tubes braucht man einen Sauerstoffdiffusor und wir haben erst nur zwei. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen dritten bauen und dann schauen, wie wir den einbinden, ne? Und ja, da müssen wir mal gucken, ne? Wo ist denn jetzt hier gerade mal Sanitär? Rohr? Ach, die brauchen gar nicht. Die werden von Hand bedient. Ich dachte, hier würde Wasser reinkommen. Gut. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier noch schauen, dass wir hier noch was reinkriegen. Allerdings ist der nächste Punkt dann, dass wir vielleicht. Was ist das denn hier für ein Gerät? Trinkwassersprudler, okay. Da müssten wir jetzt eigentlich gucken, dass wir hier Platz hätten. Irgendwo. Vielleicht sollten wir dieses Algenterrarium hier wegreißen. Obwohl hier ist auch noch ein. Na, der Schacht soll ja nachher irgendwann mal durchgehen, wahrscheinlich. Stellen wir gerade die Frage, warum er nicht durchgeht. Das ist ja jetzt. Okay, wo es Sinn macht, dass er nicht durchgeht, ist, dass er. Ach so, wir haben hier umgebaut. Okay, das ist noch unser Ziel, dass das umgebaut ist. Okay. Dann ist das schon okay soweit. Hier ist eine Schleuse. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir sollten auch hier so und dann da runter gehen, falls hier irgendwie mal Flüssigkeiten oder so ein Problem sind, dass die nicht gleich hier ganz durchgehen bis nach unten. Ne? Und hier sehen wir wieder einen, der frisch atmen muss, weil er nicht genug Luft hat. Das hat der Mordrak mir auch geschrieben. Wieso ist denn hier noch? Also, der ist da schon passend drin. Ich wollte gerade sagen, wieso ist hier noch einer, aber das passt ja schon. Ja, 1800 Milliliter oder wie viel sind das, die da reinkommen, für dass nichts kaputt geht, ne? Da müssen wir mal schauen. Hier Flüssigkeit, aber ich sehe jetzt nicht. Naja, wir müssen was machen, das ist das Wichtigste erstmal. Und darum geht es erstmal unter Sauerstoff. Hier wollten erstmal, ich wollte hier auf jeden Fall, weil wir müssen erstmal gucken, wo die Keime sind. Hier sind Keime, da ist Schmutzwasser drin, ist das so richtig? Oder sind die Rohre verkeimt und es ist kein Schmutzwasser drin? Das machen wir erstmal so. Weil das ist schon mal Fakt. Und hier müssen auch keine Keime drin sein, da können wir das. Nee, das ist doof mit dem. Nee, der kann weg. Das macht ja keinen Sinn. Wir brauchen ja die schmutzige Luft für unsere Pufflets da und Puffs für. Ja, dass die definitiv. Aber hier müssen wir dann einen hinstellen. Dann können wir da hinstellen. Ach, stopp, das Abreißen ist noch an. Dann machen wir hier noch einen Filter hin. Und hier muss Sauerstoff eigentlich rein. Aber wo kann der Sauerstoff wegkommen? Von hier bestimmt nicht, weil hier eine Schleuse ist. Ist alles so schwierig. Und den Diffusor wollten wir auch noch irgendwo bauen, haben wir gesagt. Ach so, wir wollten dieses hier abreißen, zerlegen und da bauen wir einen hin, ne? Weil dann kann das auch hier rüber und kann den Schacht schneller hochkriechen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, obwohl hier das mit der Pumpe ja auch läuft. Aber man kann ja auch mal ohne Strom dann was machen, ne? Was haben wir denn hier noch alles liegen davor?
Schicker roter Anzug. Wie? Den hat noch keiner an. Dann krieg ich den Kamill jetzt. Ich dachte, den hätten wir schon zugewiesen. Gut, wo fehlt's denn hier dran? Wasser fehlt. Ja, Wasser ist ein Problem. Und ich war ja echt am Überlegen, ne? Und hab das so gesagt, wir schauen mal hier rein. Ein Raclette brauche ich jetzt nicht. Wie sind denn die Jungs hier so? Keimresistent gesenkt? Nee, den brauchen wir schon mal gar nicht dann. Stärke gesenkt, das wäre okay. Was hat er? Beginnen mit einer Stufe 2 Fertigkeit. Graben, Stärke und Bauen. Er hat nur Stärke. Technik, Feind, Maschinen gesenkt. Kreativität gesenkt. Da ist Wissenschaft hoch, das ist aber auch nicht. Also, das ist hier mit dem Ding ins Keimresistenz gesenkt, das ist mehr, die wird ja sofort krank. Viehzucht und grüner Daumen, das ist jetzt auch nicht das, was wir brauchen. Muskulös ist natürlich 11 Stärke dazu, das heißt, er kann ganz viel tragen. Und tragen ist ja auch so ein Ding für uns, oder? Der Rest ist mir auch jetzt nicht so wichtig als negativer Aspekt. Der kann super graben. Dafür plus Stärke 1 und hier unten steht Stärke gesenkt. Auch geil, oder? Also, wenn, dann würde ich den nehmen. Den Dreckler, den brauche ich auch nicht. Man kann natürlich alle abweisen, ne? Aber ich möchte den noch haben. Ich habe es getan. So. Jetzt müssen wir nur gucken. Oh, der ist schon weg. Das ist schon gut. Dann können wir schon Sauerstoff neu machen. Sauerstoffdiffusor kommt hier hin. Aber da müssen wir noch viel für tun, dass es das klappt, ne? Gut, was macht denn unsere Wassergeschichte hier oben, die wir vorhaben? Wird da weitergebaut? Da kamen auf jeden Fall gerade welche gelaufen. Haben wir denn Prio hier oben drauf? Ja, haben wir. Goldamalgam, okay, das ist auch schön, dass wir das haben. War das nicht das Zeug, was wir brauchen wegen Hitze? Wenn man eine Pumpe aus Goldamalgam baut, war die nicht dann widerstandsfähiger? Oh. Lass uns mal gerade gucken. Der müsste ja, wenn hier hin, ne? Ah. Das weiß ich auch noch nicht, was ich hiermit mache, ey. Das ist so ein bisschen tricky hier. Warte mal, hier können wir erstmal gerade einen. Ne, zerlegen müssen wir machen. Den da. Und dann können die nämlich wieder weiterarbeiten. Und den müssen wir weggraben. Dann können die da arbeiten. Glaube ich. Wenn wir den hier machen. Und den, die können weg. Dann kann das runtergebaut werden. Passt schon mal, ne? Der wird schon weggegraben, ja. Warte mal dann. Ziegel kann dahin, kann dahin, kann dahin, ne? Dann sollte das vielleicht weiter klappen, dass wir das zusammen weiterkriegen hier, oder? So, sind wir denn irgendwo hier noch weiter am. Was ist das hier? Verschmutztes Wasser, aber hier sehe ich schon. Obwohl, das ist nur verschmutzter Sauerstoff da dran, naja. Aber wenn wir hier auf Keime gehen, dann ist das verkeimt. So sieht's aus. Hier sind auch ganz viele Keime. Das bringt uns alle nicht so viel. Hier wäre noch was mit Flüssigkeiten ohne Keime wahrscheinlich. Aber das ist Salzwasser, ne? Und das bestimmt auch, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so einfach für mich, glaube, das zu machen. Wie sind denn hier Keime? Da komme ich auch noch nicht mal weiter, ne? Da ist Schleim, verkeimter Schleim. Der hat Schleimlunge. Ich weiß nicht, wie ich die abbauen könnte. Schwierig. Oh, hier können die vielleicht gar nicht durch mehr, oder wie? Muss ich das so machen? Ich weiß gar nicht, warum das da fehlt. Ach so, das soll noch ein Raum für die Puffs werden. Aber hier sind die Keime noch unterwegs, okay.
Hier ist nur verschmutzter Sauerstoff drin. Okay, das heißt, wir können das auf jeden Fall öffnen. Das ist ja nicht schlimm, ne? Nee, Graben war angesagt. So erstmal. Vielleicht klappt das ja dann mit dem Graben. Und hier haben wir ein Problem, weil da auch noch kein Stein ist. Wenn wir das erweitern wollen, sonst läuft uns das ganze Wasser da raus. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Gut. Hier wird schön gekühlt. Haben wir denn da Algen drinne? Lagerbehälter, gelagert 36 Kilo, okay. Ja, was ist denn da drin gelagert übrigens? Schleim ist gelagert, okay, der soll da ja auch rein. Okay, der Diffusor wird gebaut, das ist schon mal gut. Dann kriegen wir vielleicht mal Sauerstoff mehr. Strom braucht er noch. Strom. Nee. Gut, dann wird das auch mehr. Wie sieht's denn? Ach hier, unser Essen ist mit 60.000, jetzt haben wir nur noch 50, aber das ist erstmal gesichert. Und wichtig wäre, hier oben weiterzukommen. Der Filter braucht noch Strom. Kabel geht doch bis dahin, aber nicht angeschlossen bis zum Schluss oder was? Sieht so aus. Der schwebt jetzt da oben. Und das ist jetzt ein bisschen kompliziert hier, was ich hier gebastelt habe, oder wie sehe ich das? Entwurzeln geht wahrscheinlich nicht über Diagonale, oder? Hier, das funktioniert für mich nicht, ne? Okay, hier oben hat was funktioniert. Aber wer weiß, wie weit noch, weil. Ja, da geht schon irgendwie was nicht. Weil diese Pflanze wahrscheinlich das blockiert schon, oder? Wie sehe ich das? Muss auf einem freien Platz gebaut werden, so sieht's aus. Die kriege ich da auch nicht raus. Das heißt, ich kann das hier gar nicht komprimieren, so wie ich das will. Und ich wüsste jetzt auch keine Lösung dafür. Hier ist Schleim. Der wahrscheinlich keine Keime hat. Na ne? Gut, dann bauen wir den ab, weil den können wir ja wieder nutzen. Die Alge räumen wir mal auf. Hier haben wir noch eine Keuchwurz. Ja, aber okay, hier wird auf jeden Fall weiter hochgebaut zum Wasser hin. Das ist schon mal gut. Hier ist luftleerer Raum, ne? Tatsächlich Vakuum. Ich habe keine Ahnung, wofür Regolith-Gutraum ist. Oh, Weltraumeinwirkung. Das heißt, hier oben muss bald irgendwann Ende sein. Kurz gucken. Na, hier gibt es auf jeden Fall keine Dingens. Sag schon, keine Keime. Das heißt, ich würde die Leiter mal hier noch ein bisschen hochziehen. Das machen wir löschen. Und graben wir so aus. Graben wir hier, ne? Hier ist Schleim. Ich weiß nicht, warum der so komisch aussieht. Hier oben gibt es halt Weltraumauswirkungen. Vielleicht ist hier dann irgendwann Ende und ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht braucht man hier einen Schutzanzug, weil man keinen Sauerstoff mehr hat. Und vielleicht entzieht uns das nachher den Sauerstoff aus der Basis. Das weiß ich jetzt nicht. Der ist schon abgebaut, der Schleim. Das heißt, wir können den auch aufräumen. Sieht das denn hier aus? Die können da auf jeden Fall nicht hinlaufen, ne? Und der funktioniert jetzt nicht, weil der schwebt.
Muss das einmal abreißen, um dann hier vielleicht hinzukommen. Das haben sie schon gemacht. Und dann muss ich gerade mal einen Ziegel hier hinsetzen. Und hoffe, dass da was passiert. Aber ich glaube, da passiert nichts mehr. Das geht nicht mehr. Also der hat jetzt nur noch keinen Strom. Warum hat der keinen Strom? Wo fehlt es da dran? Ne? Hier ist kaputt. Vielleicht wird das dann ja was. So, der wird da gebaut. Dann können wir hier erstmal noch graben. Und es geht immer einer weiter hoch und bastelt hier oben hoffentlich. Hier ist Ton. Hier ist keine Alge in der Ecke, ne? Doch, da sag schon, schlechtes Material in der Ecke. Aber wir müssen erst gucken, dass die hier weiter hochkommen. Das hat anders keinen Sinn. Weil wir müssen ja an das Wasser. Hier wäre noch Eis. Das könnten wir auch als Wasser nehmen. Vielleicht machen wir hier mal gerade auf. Ich baue das aber mal gerade um. Mach das mal so. Mach den Abbruch dahin. Und dann. Nee, graben war es. Grabe ich mal hier rein. Und gucke zu, dass ich hier das wegkriege. Weil dann kann ich das Wasser zum Beispiel aufräumen. Und hoffe, dass wir so ein bisschen Wasser gewinnen da unten. Wie viel ist denn? Ah, wir sind schon so weit. Ah, die Pumpe sitzt da noch drin und der Rest nicht, ne? Das ist unser Problem. Und hier würde das Wasser reinkommen, was dann schmilzt. Und diese Pumpe ist sowieso über, die können wir abreißen, weil hier sieht man ja, Flüssigkeitspumpe kommt da nicht dran. Ne? Ist zerlegen angesagt. Einzige, was wir noch überlegen könnten, ob es daneben geht. Ja, das würde vielleicht sogar gehen, ne? Jetzt haben wir irgendwas Falsches zerlegt. Das hat wieder gut geklappt. Ne, zerlegen, abbrechen ist Handpumpe. Okay, Wasser läuft noch, alles ist gut. Ich weiß aber nicht, was ich da gerade gemacht habe. Das ist nicht gut. Aber die Wasserleitung funktioniert, der Strom funktioniert, mehr ist hier nicht. Und dann noch diese Handpumpe, die ich jetzt zerlegen wollte. Und da ist auch noch angesagt, zerlegen. So, wie wir hier sehen, funktioniert das nicht, das hier abzureißen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das gehen kann. Hier ist unser Lagerbehälter für Bleichstein und so war das, glaube ich, ne? Ja, und Oxalit kommt da auch rein. Und was ist drinne? Da muss ich so drauf bleiben. 256 gelagert. Ach so, hier sehe ich es ja. Oxalit ist ein bisschen da, ne? Hier das Wasser wird natürlich weniger. Was Mordrak wahrscheinlich geschrieben hat, wenn er hier irgendwas fallen lässt oder sowas, dann ist das schlecht. Geht gerade etwas schleppend voran. Achso, warte mal, der neue Dupe. Dem kann ich bestimmt noch was einstellen, ne? Das habe ich noch nicht gemacht. Fertigkeiten der Duplikanten. Weiß jetzt gucken, wir können sowieso hier. Das ist, glaube ich, Abel ist der neue, ne? Den können wir auf jeden Fall die verbesserten Tragfähigkeiten geben. Hat er schon einen Hut aufzusetzen? Ja. Wie sieht's hier aus? Da geht auf jeden Fall was. Herzchen sind schon voll, der Rest ist nicht wichtig. Verbesserte Tragfähigkeit. Ne, ich würde den Schutzanzug favorisieren.
Hier ist super schweres Graben. Da haben wir erst einen. Vielleicht wäre es besser, wenn wir da zwei haben. Aber hier unten hätten wir auch verbessertes Basteln. Na, ich glaube, wir machen hier noch einen drauf. War das richtig? Ja, die hat noch nicht. Ich hatte jetzt schon gar nicht geguckt hier wegen dem. Guck, hier ist schon einer negativ. Wir müssen unsere Basis verhübschen. So, hier ist schon alle Herzen da. Ja, das heißt, wir gehen hier auf Schutzanzugstraining weiter. Viehzucht dann drei. Ja, komm. Hier geht auch noch was. Machen wir einen Arzt noch ein bisschen besser. Und hier fehlt noch der dann, ne? Herzchen sind keine da. Überhaupt doch, da waren sie. Gut, dann heißt du Astronomie kriegt der, dann kriegen wir ja auch den Raketensteuerung dazu. Jetzt sind wir hier, warte, habe ich da jetzt gerade wieder. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht, den hätte ich nicht geben sollen. Das ist schlecht gewesen. Oh, hier sind wir schon so weit fortgeschritten. Der kann schon mit Raketen fliegen. Okay, das ist sowieso knapp davor, dass es überschwappt. Das lassen wir erstmal. Gut, dann haben wir das schon geregelt. Und Prioritäten. Wo ist Abe oder wie er hieß? Da unten. Der hat sowieso die Priorität Aufräumen, Versorgung, Lagerung. Das passt alles. Ja, lassen wir so. Gut. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.